herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute mit zwei weiteren Prompts aus dem Junk Journal July. Ihr kennt mittlerweile den Junk Journal July schon. Ich habe jetzt das 5. Video dazu gemacht. Das Ganze ist eine Aktion von Mac Journals in Collaboration mit Get Messy Art. Und ja, ich habe euch unten in der Videobeschreibung Macs Kanal verlinkt. Da erfahrt ihr dann mehr über die Aktion. Heute sind der Prompt Balance und Strip Back zu behandeln. Und wenn euch interessiert, was das genau bedeutet oder für mich bedeutet, dann bleibt jetzt dran. Ich habe schon ein paar Seiten vorbereitet. Hier auf die Rückseite habe ich eins meiner Rost- und kaffeegefärbten Papiere, die ich mal gemacht habe, als Digital auch aufbereitet habe, aufgeklebt schon und mir schon die Ringlochverstärker dahin gemacht. Aber natürlich werden wir jetzt eine Seite auch nochmal zusammen machen. Und ja, der erste Prompt heißt ja Balance. Und mir ist heute besonders wichtig, so ein bisschen in der Waage zu bleiben und ein bisschen im Gleichgewicht zu bleiben und heute nicht so viel zu machen wie bei einigen anderen Collagen, die ich schon im Junk Journal July gemacht habe. Und ich werde jetzt das Ganze mal ein bisschen ruhiger angehen und habe dazu mir natürlich etwas überlegt. Also, was bedeutet Balanced? Also Balanced bedeutet für mich einfach, dass etwas im Gleichgewicht ist. Und auch wenn ich eine Collage mache, muss die im Gleichgewicht sein. Ich werde, wenn ich auf der rechten Seite etwas verwende, das auch auf der linken Seite in ähnlicher Form verwenden. Ich werde, wenn ich oben ein braunes Papier verwendet habe, auch unten eins verwenden. So habe ich mir halt dazu Gedanken gemacht. Und ich dachte mir, irgendwas muss da noch Geistreiches dazu. Dementsprechend habe ich mir einen Spruch ausgesucht, den ich dann aufschreiben werde. Ich muss dazu sagen, ich kann keine Kalligrafie, also beziehungsweise ich habe das zwar früher mal gemacht, aber da ist nicht viel vom Kleben geblieben bei mir und ich kann das nicht so freihand. Und meine Handschrift ist auch nicht so besonders schön. Ich werde trotzdem versuchen, ein Zitat von Albert Einstein aufzuschreiben gleich auf ein separates Papier, so dass ich das auch noch mal ändern kann, wenn es nicht so hübsch wird, und werde diesen Spruch dann so quasi als Focal Point auch nehmen. Das habe ich jetzt noch gar nicht gemacht, das ist wirklich nur ein Spruch, hauptsächlich auf der Seite die Aussage des Prompts halt wiedergibt, und das finde ich ganz gut. Und dann werden wir das Ganze ein bisschen ausbalancieren und ein bisschen harmonisch gestalten. Ich habe ein liniertes Papier mir zurechtgelegt. Vielleicht schreiben wir als allererstes den Spruch auf. Dann weiß ich nämlich, wie groß das Ganze werden soll. Und dafür nehme ich mir jetzt ein Blatt, was nicht beschmutzt ist oder schon einen Fleck hat, so wie das. Und das sind einfach hier so Notizheftzettelchen von so einem Action-Notizbuch, das ich mir mal auseinandergenommen habe. Ich benutze die Seiten ganz gerne fürs Junk-Journaling. Ich habe jetzt hier einen Kalligrafiestift, 2 mm von Action, nichts besonders Teures, wie gesagt. Da könnt ihr jeden Stift für nehmen, mit dem ihr schön schreiben könnt. Ihr könnt das vielleicht sogar viel besser, weil ihr schön schreiben geübt habt oder künstlerisch schreiben schon geübt habt. Ich kann das nicht so gut, aber ich möchte trotzdem mir ein bisschen Mühe geben, jetzt einen Spruch mir hier so aufzuschreiben in etwas schönerer, verschnörkelterer Schrift. Und dieser Spruch von Albert Einstein, den fand ich sehr schön. Der sagt, das Leben ist wie Fahrradfahren. Um die Balance zu halten, muss man in Bewegung bleiben. Wie gesagt, dieser Spruch von Albert Einstein gefällt mir sehr gut und den schreibe ich jetzt hier einfach mal auf. Lebt damit, wenn ihr das nicht so gut könnt, und übt fleißig, wenn ihr euch verändern möchtet. Ich finde es schade, dass ich so eine hässliche Schrift habe, in Anführungsstrichen. Vielleicht geht es euch ja auch so, könnt ihr mir ja gerne mal in die Kommis schreiben. Ich habe irgendwann in der Schule so im zarten Alter von 10, 11, nachdem ich die Schule gewechselt habe, auf die weiterführende Schule halt, da habe ich
angefangen, eine Druckschrift mir zu überlegen, mit der ich viel lieber geschrieben habe. Ich habe lateinische Ausgangsschrift damals gelernt. Und ja, das hat mir halt viel, viel mehr Spaß gemacht. Und ich fand das halt immer sehr doof, dass das halt vorher anders gemacht werden musste. Heute ist das ja zum Glück nicht mehr so. Und die Kinder bekommen schnell eine eigene Handschrift. Und ich glaube, dann hätte ich auch eine schönere Schrift gehabt, weil mir das mehr Spaß gemacht hätte. Ich habe gerne Inhalte wiedergegeben, aber ich habe nicht meine Schrift geliebt. Wisst ihr, was ich meine? Ich habe gerne aufgeschrieben, aber die Schrift war immer hässlich bei mir. Naja, so ist das. So, ich nehme jetzt mein Frayed Burlap nochmal und werde jetzt hier die Kanten auch noch ein bisschen behandeln, denke ich. Und dann können wir ja mal schauen, ob wir da vielleicht ein bisschen braunes Papier in den Hintergrund nehmen. Was ich mir noch vorstellen kann, ist auch ein bisschen Washi-Tape noch zu holen. Und ja, vielleicht ein paar Pflanzen. Pflanzen ziehen sich wie ein roter Faden durch mein Journal. Und wenn es um das Thema Balance geht, dann muss ich natürlich auch wieder ein paar Pflanzen hier mit verarbeiten. Weil das hilft mir sehr, zum Beispiel, wenn ich mal so ein bisschen aus dem Gleichgewicht komme, mich in meinen Garten zu begeben und da ein bisschen Zeit zu verbringen. Da bekomme ich einen klaren Kopf und kann auch gut über Dinge nachdenken oder Entscheidungen treffen. Und ja, oh nein, jetzt ist das ein bisschen verschmiert. Oh Gott, ich muss noch ein bisschen warten. Ich sehe gerade, die schwarze Farbe braucht noch ein bisschen zum Trocknen. Das ändern wir jetzt aber nicht nochmal. So. Und ja, gut, das sieht natürlich jetzt ein bisschen blöd aus. Ah, wie doof. Naja, gut. Machen wir es so, als sei es gewollt. Improvisieren wir ein wenig. So. Nicht, dass mich das aus der Balance bringt. Nein, tut es nicht. So, spätestens, wenn wir da irgendwas noch drumherum arbeiten, fällt das kaum auf. Und ich besorge mir jetzt mal ein bisschen Washi-Tape und ein paar Pflanzen. Vielleicht nehmen wir ein paar Aufkleber. Ich habe mal tatsächlich zwei Aufkleber, die mir gefallen, ausgeschnitten. Das sind so Plastikaufkleber, die scheinen immer sehr. Wir können da gleich auch nochmal drüber tupfen. Aber diesen hässlichen Rand, den durchsichtigen, den die meist haben, den habe ich schon entfernt. Dann ist das schon viel besser. Dann habe ich hier noch ein bisschen Packpapier, ein bisschen braunes Papier mir zurechtgelegt. Ich denke mal, da reißen wir jetzt einfach auch mit dem Lineal was von ab. Und ja, Symmetrie und Balance bedeutet für mich natürlich immer, dass etwas gleichmäßig auch vielleicht auf einer Seite verteilt ist. Gucken wir mal. Und wenn ich jetzt hier zum Beispiel ja, mit Frayed Burlap gearbeitet habe, wechsle ich dann auch nicht mehr die Farben. Ich mache mir jetzt zwei dieser Kästchen oder dieser Rechtecke fertig und werde die in den Hintergrund setzen, habe ich mir überlegt. Und das Ganze, damit das nicht so alles ineinander untergeht, wird dann mit einem Washi-Tape noch ein bisschen aufgelockert. Dafür habe ich dann zwei grüne Tapes mir hier besorgt. Und diese grünen Tapes, ja, die bilden dann so einen kleinen Kontrast, genau wie die Pflanzen auch. So, gucken wir mal, dass wir ungefähr die gleiche Größe jetzt hier nochmal abreißen. Ich denke, das funktioniert ganz gut, dass wir das so per Augenmaß hier mal eben machen. So. Muss ja nicht ganz exakt sein, es soll nur im gleichen Stil und ja, ähnlich sein, ne? Damit es halt im Gleichgewicht bleibt. So. Und ungefähr so. So. Legt mir das schon mal hier so hin. Seht ihr, das geht sehr unter im Hintergrund. Deswegen dachte ich mir ein grünes Washi-Tape. Ja, und grün bedeutet für mich natürlich immer Garten und ja, Frische aber auch. Ne? Balance, durchatmen. Ja, das hört sich jetzt so ein bisschen esoterisch angehaucht an. So meine ich das gar nicht. Es ist bei mir halt einfach immer nur so, dass das ja so eine Balance bedeutet, auch im Kopf frei zu sein. Ja, und das kann ich am besten im Garten, hatte ich ja gerade schon angemerkt. So, seht ihr das, was ich meine? Diese Balance meine ich. Dass wenn ich hier jetzt so ein Stückchen hinmache, dass das hier dann auch auf die andere Seite hinkommt, dass es so in der Waage bleibt. Das Gleiche gilt natürlich auch fürs Washi-Tape, was ich dann vielleicht jetzt schon kleben würde tatsächlich, um das Ganze zu fixieren im Hintergrund. Und ich überlege gerade, wir machen einen senkrechten Streifen, der nicht ganz so lang ist wie der Spruch, würde ich vorschlagen. Den klebe ich mir da schon hinter. Oh, wir müssen wirklich hier was tun. Ich weiß,
Das Verschmierte sieht man doch ziemlich stark, ne? So. Dann habe ich das hier auch schon mal fixiert mit dem Washi und kann das gleich wieder hochnehmen, um das richtig anzukleben. Seht ihr, dann habe ich das so ein bisschen im Hintergrund. Vielleicht in die Richtung auch noch ein Stückchen? Nee. Dann machen wir die Pflanze in die Richtung einfach. Dann lege ich mir die vielleicht hier so rum. Der Spruch kann auch was nach unten, stelle ich gerade fest. Ja, guck mal, das fällt jetzt schon zum Beispiel schon gar nicht mehr auf, dass da oben was verschmiert ist, wenn dieses Pflänzchen da drum kommt oder da hinkommt. So. Und dann können wir ja vielleicht die andere Pflanze hier in diese Richtung setzen. So. Ich tausche die gleich nochmal. Ich glaube tatsächlich, dass die große oben besser aussieht und die schmale an der Seite. Und dann haben wir das gut vertuscht. Oh ja, das gefällt mir aber mit dem Grün. Ja, schaut mal, das passt besser. Und das kaschiert dieses Verschmierte. Ah, perfekt, super, freut mich gerade. Das Washi lassen wir, glaube ich, weg. Nee, dann nehmen wir noch ein zweites. Und machen hier so ein kurzes Stück noch hin, glaube ich. Ich glaube, das sieht hübsch aus. Testen wir es, wenn nicht, wird es abgemacht. So, das gefällt mir schon mal. Jetzt das hier in die Richtung, würde ich vorschlagen. Auch hier hinter so leicht. Ich versuche das jetzt nicht zu verstreichen, sonst habe ich hinterher wieder alles schwarz verschmiert. So. Das hätte auch gerade sein können. Das machen wir gleich nochmal gerade vorm Festkleben. So. So, und dann müssen wir auch noch was Dunkelgrünes nehmen. Ich überlege gerade, das Dunkelgrüne nach innen zu setzen hier. Das machen wir dann hier auch. So, dass nur so ein kleines Stückchen da drauf ist. Ne? So, und ich mache das jetzt direkt gerade. Das wäre schon gut, wenn das gerade wäre. So, das ist auch ein relativ günstiges Washi-Tape. Bitte fragt mich nicht, wo ich dieses Washi-Tape her habe. Ich sammle schon über zig Jahre. Das kann sein, dass das von Action ist. Es kann aber auch sein, dass ich das mal über Amazon bestellt habe. Das ist mir tatsächlich, das weiß ich tatsächlich nicht mehr. So, ich klebe jetzt hier unten das schon mal an. Dafür nehme ich meinen Art Glitter Glue, weil ich habe ja schon die perfekte Position hier für das Rechteck gefunden. So, und das darf auch ein bisschen ungleichmäßig angeklebt sein, weil ich hier die Ecken noch so ein bisschen hoch, also die Kanten noch so ein bisschen hoch rollen möchte, dass das so ein bisschen gekrumpelt aussieht, dachte ich mir. So, ein bisschen knicken halt. So, genau. Das ist nämlich so sehr clean sonst, sehr gerade, ne? Soll jetzt nicht, was weiß ich, wie schäbig aussehen, aber das reicht mir. So, man kann jetzt auch unters Washi noch Kleber machen, wenn man da lange Spaß dran haben möchte. Ich glaube tatsächlich, das lasse ich jetzt ausnahmsweise mal weg. Mach das nur bei diesem langen hier. Da unten kommt ja noch der Sticker drüber. So, das mache ich ganz vorsichtig. Und ich glaube tatsächlich, dass das ein bisschen weiter nach außen muss dann, das Washi hier. So. So ein bisschen nach außen, dann können wir das andere nämlich hier so versetzt hier ein bisschen reinkleben. So, und dann sehen wir das hoffentlich noch hinterm Spruch. Ich teste das mal erstmal kurz. Ja, und hier oben dann die Pflanze. Das ist super. Wir kleben das Ganze jetzt hier auf. So. Und krümpeln die Seiten hier wieder ein bisschen. Ein bisschen. So. Ja, ich habe lange überlegt, ob ich irgendeine richtige Collage mache. Aber das mit dem Spruch, das gefällt mir jetzt auch ganz gut, glaube ich. So, ich lasse das. Ich lasse das so und werde jetzt den Spruch nehmen. Den werde ich jetzt nicht krümpeln, damit wir hier das gut aufgeklebt bekommen. Ich klebe ihn nur so äußerlich jetzt hier so fest. Ich weiß nicht, wie das reagiert. Kann sein, dass das ein bisschen, ja, das ja ein bisschen dünner ist und dann ein wenig, wie soll ich sagen, durchdrückt. Aber das geht, denke ich, wenn ich mir das hier so anschaue. So, jetzt müssen wir noch ein bisschen
vorsichtig die Pflanze abknibbeln hier von dem Film, weil ich ja hingegangen bin und die ausgeschnitten habe. Und ich möchte natürlich jetzt nicht, dass die mir kaputt geht und kaputt reißt. Das kann passieren tatsächlich, wenn man so filigran arbeitet. So, deswegen bin ich jetzt hier ein bisschen vorsichtiger. Also normalerweise ist ja ein richtig dicker Rand da vorhanden. Aber das habe ich euch auch erspart. Das habe ich im Vorfeld gemacht. So. Einfach mit ein bisschen Feingefühl da rangehen. Dann sollte das schon klappen. Ich bin jetzt mal, glaube ich, klebe ich mal hier oben und fange hier oben an, weil mir das besonders wichtig ist, hier diesen Fleck zu verdecken, damit das nicht so. Ungleichmäßig aussieht. So. Der Rest funktioniert fast von selbst. So, ich nehme das untere Blättchen. Oh, da haben wir gerade knapp Glück gehabt hier mit der Seite. Das passt ja. Gut. So, dann habe ich hier auch nicht zu viel drin. Aber ich gehe trotzdem noch mal mit dem Falzbein, also am Knicken meine ich, nicht zu viel drin. Und ich gehe trotzdem noch mal mit dem Falzbein hier drüber. Und jetzt mache ich das gleiche hier oben noch mal. So. Ups. Da wo so der Schimmer ist. Ich glaube, das ist ganz gut vertuscht jetzt. So, jetzt ist meine Balance auch wieder hergestellt, dass man das jetzt nicht so stark sieht. So, passt ja. Ja. Also wie gesagt, also für mich ist das jetzt hier in Balance. Ne? Man hätte hier auch unten den Zweig hin machen können, hätte ich aber nicht so schön gefunden. Ich habe hier noch tatsächlich weitere Pflanzen und überlege gerade, ob das vielleicht schön aussehen würde, wenn wir hier noch so eine kleine hinmachen würden und hier noch so eine kleine. Aber das ist mir zu viel. Das ist mir zu viel. Nee, das ist gut so. Ich glaube, das können wir fast so lassen. Da ich sonst nie Glitzersteine verwende, werde ich jetzt einfach mal hier ein paar grüne Glitzersteinchen verwenden. Nicht die ganz großen, aber hier die in der Größe. Ich würde sagen, hier braucht es noch ein bisschen Glitzer. So. Und hier auch vielleicht in den eine Balance, ne? Auf jeder Seite. Man sagt, man soll niemals eine gerade Zahl nehmen. Deswegen nehme ich noch einen größeren mit dazu. Hoch. Und setze mir den hier vielleicht mit oben noch hin. Habe ich diese leeren Räume auch ausgenutzt hier. So, das ist doch super. Das lassen wir jetzt so. Und dann machen wir auch nicht so viel Killefit hier. So, mal hier so ein bisschen nach. Doch, ja, das bleibt so. Wir heften es ein. So, und ja, es ist ein bisschen schwarz, ne? Vielleicht hätten wir hier und da mit ein bisschen Gold arbeiten können. Ich überlege gerade, ob wir Goldspritzer noch hier hin machen können, irgendwie, aber. Nur hier auf die Pflanzen. Oh ja, das machen wir. Ich decke mir den Spruch jetzt erstmal ab. Ich habe mir das Ganze jetzt abgedeckt. Übrigens habe ich mir neue Acrylfarbe in meinem Töpfchen hier angerührt. Im letzten Video habt ihr ja gesehen, dass die ein bisschen zur Neige gegangen ist. So, und ich werde jetzt hier einmal an der Pflanze nur ein paar kleine dezente Spritzerchen machen. Das funktioniert nämlich mit der richtigen Konsistenz hervorragend. Und dann werden die auch nicht zu grob. Und hier oben an der Pflanze, wie gesagt, balanced auch. Das Ganze lasse ich jetzt lufttrocknen und hole euch dann gleich wieder dazu, weil das Ganze beim Föhnen jetzt nicht so schön aussehen würde im Anschluss, weil ja, das ist ja Folie und manchmal verändern sich die Sticker dann. Und das möchte ich nicht. So, ich habe jetzt doch ein bisschen geföhnt. Ihr seht direkt, die Seite hat sich gekrümpelt. Ich sollte meine eigenen Ratschläge mal beherzigen.
Ja, wisst ihr, was mir noch aufgefallen ist? Ich glaube, einzelne Buchstaben werde ich jetzt noch mit diesem goldenen Kalligraphiestift nacharbeiten, und zwar die Großbuchstaben am Anfang. Und ja, ich hoffe, dass ich mir das jetzt nicht alles total, ja, so verändere, dass ich es nicht mehr schön finde. Aber hier muss noch irgendwie was dazu. Und ich werde das so ganz dünn machen, nur mit der Kante, so dass es nur so ein bisschen eingefärbt ist. Irgendwie, die Schrift ist mir einfach zu dunkel. Das klingt so doof, aber das gefällt mir gar nicht, ne? Und guck mal, das B jetzt hier. Dann nehme ich dieses, ne, auch noch mal dazu. Dieses B. Also alle Großbuchstaben würde ich vorschlagen. Vielleicht sogar die ganze Schrift. Ich überlege gerade. Hier das D. Ich hoffe, dass ich jetzt hier nicht zu sehr im Bild bin. So. Ich kann natürlich mit dem Kopf nicht so über die Seite, wie ich es sonst machen würde, wenn ich die Kamera nicht anhabe. Aber das F von Fahrrad noch. So. Also über alles würde ich jetzt nicht drüber gehen, aber. Schlecht finde ich das jetzt nicht. Auch das kleine A von, also das kleine Großbuchstaben A von Albert und das kleine große E hier unten. Ach, nehmen wir auch noch mal. Ja, kann man so lassen. Kein Kunstwerk, aber wie gesagt. Na? So, und ich würde sagen, der Prompt Balance ist oder Balance ist erfüllt. Wir haben eine ausbalancierte Seite gemacht. Jetzt gibt es natürlich noch den nächsten Prompt. Und der nächste Prompt, der heißt Stripped Back. So, und wenn ihr bis jetzt nicht wisst, was das bedeutet etwas auf das Geringste reduzieren sozusagen. Etwas, also ich meine, dass das heißt tatsächlich, auf etwas zurückschrauben, etwas, ja, aufs Kleinstmögliche reduzieren. Ne? Also so habe ich das verstanden. Das heißt, ich darf da kein großes Brimborium machen. Ich habe mir deswegen auch diese Seite ausgesucht hier. Ich möchte, dass hier gar nicht so viel passiert. Ich nehme jetzt einfach, um das Balanced hier auch nicht zu stören, auch noch mal hier mein ja, graues Papier, mein Packpapier, reiß mir das nach der gleichen Technik zurecht. Ich würde das nämlich dann hier so wieder harmonisch gestalten wollen. So. Einfach nur die Kante auf das Nötigste reduziert, nicht zu viel. Einfach nur ein bisschen eingefärbt wieder. Dann sind wir hier auch gar nicht lange beschäftigt. Das beruhigt nämlich den Hintergrund, wenn ich da so ein Papier drüber setze. Die Goldspritzer hier dran finde ich gut. Wir machen da garantiert auch noch ein paar hin dann. Ich finde einfach, dass man, wenn man das jetzt so zurücknimmt, also das, was hier im Hintergrund los ist, dann hat man eigentlich schon den Prompt erfüllt. Das wäre jetzt so meine Meinung. Das ist Stripped Back. Das ist dann so ein bisschen ja, zurückgenommen, ne? Reduziert halt. Ich nehme das Gleiche. Ich setze das hier vor diesem Bereich, der so unruhig ist, einfach hin. Ne? Ich beruhige das damit, finde ich. So vor diesem schwarzen Fleck. Oder hier dieses Muster stört mich irgendwie. Dieses tröpfchenweise Muster. Das Schwarz ist gar nicht so schlimm. Aber dieses Muster, wir legen das erstmal. So, dann nehme ich das gleiche Washi-Tape mal hier. Also nicht dieses Unruhige, sondern dieses, hoch, das ist mir jetzt eingerissen. Müssen wir noch ein bisschen abnehmen. Dieses dunkle dunkelgrüne Washi-Tape, das wir hier auch verwendet haben. Ne? Das hat so unterschiedliche, ja, unterschiedliche Färbungen ein bisschen. So, das würde ich mir dann hier einfach draufkleben. Seht ihr das? Das ist so ein bisschen wie gefleckt. Und ich glaube, oben möchte ich das dunkle Grün haben. Deswegen nehmen wir das mal so rum. So, das ist wirklich zurückgenommen. Ne? So. Nicht viel machen hier, würde ich sagen. Ein bisschen kürzen. Ja, finde ich gut.
Vielleicht so eine Pflanze. Nee, das ist mir dann zu viel. Das nimmt das zu sehr auf von der Seite. Ich habe hier auch noch eine Blume mir rausgesucht. So, wir nehmen einfach die Blume. Hier ist ein Riesenspruch, ne? Also hier ist ja richtig schon viel, viel los. Wir nehmen jetzt noch mal dieses Washi-Tape, um das aufzunehmen. Vielleicht hätten wir das ein bisschen rahmen sollen, ne? Das ein bisschen kürzer machen sollen. Ich überlege gerade hier von dem Washi-Tape tatsächlich noch was wegzupulen, damit das hier nicht so abgeschnitten aussieht, sondern ein bisschen dazugehörig. Aber das habe ich mir vorher nicht überlegt gehabt, dass die Seiten ja auch irgendwie miteinander sprechen müssen, wenn wir die schon so ähnlich gestalten. So. Und dadurch, dass das so beruhigt ist, dieses braune Papier, beruhigt das sehr stark. Ich überlege gerade tatsächlich noch ein weiteres Stückchen mit dazu zu nehmen, damit noch mehr von dem Hintergrund beruhigt ist. Oder sollen wir da ein liniertes Papier noch nehmen? Nee. Aber hier, das muss ein bisschen tiefer zur Pflanze mehr hin. So, ne? Dann muss die mehr hier drauf. Ja, das gefällt mir besser. So, ne, dass man die so komplett sieht. So, und dann nehmen wir hier von diesem Tape noch was in den Hintergrund. Aber nur so ein kurzes Stückchen. Ganz kurz. So. Ein bisschen Fred Burlap drüber, dass das nicht so ganz so scheint. So. Das ist wirklich sehr reduziert für mich, diese Seite. Also ich finde, wir haben das alleine durchs braune Papier jetzt hier erreicht, dass das reduziert ist. Vielleicht machen wir hier noch irgendwie einen Spruch oder so hin. Nee, wir lassen das so. Wir lassen das so, machen ein paar Goldspritzer und dann ist das wirklich meiner Meinung nach äußerst reduziert. Ja, wir kleben das einfach jetzt so auf. Krümpeln die Ecken ein bisschen, die Kanten. Dass das hier auch zu passt zur gegenüberliegenden Seite, dass es so ein bisschen krümpelig ist. So. So, der Hintergrund, der ist ja wirklich unruhig. Das, was wir hier vorne gemacht haben, nicht. Ich finde, da haben wir schon den Prompt deutlich mit erfüllt. Ich will da ganz vorsichtig sein. Wie gesagt, ich habe die auch die Blume schon zurechtgeschnitten. Seht ihr das? Hier so die ganzen Sachen rausgenommen. Dann muss ich da, glaube ich, auch wieder nicht mit Collage-Medium drüber, um das zu mattieren. Das Äußere glänzt nämlich immer sehr stark. Also dieser Rand. So vorsichtig, dass das auch nicht zusammenklebt. Das wäre sehr schade, wenn das jetzt passieren würde auf den letzten Metern. Die Pflanze habe ich nämlich nicht nochmal. So, vorsichtig. Das ist nämlich schon ein bisschen passiert hier, aber das macht, denke ich, hier nichts aus. Das bekommen wir noch auseinander. So, so, Hauptsache die Pflanze klebt gerade gleich. So, mittig aufs Bild. Ja, das ist immer der Nachteil bei den Aufklebern, dass sie sich natürlich so legen müssen, wie sie vorher aufgeklebt waren auf dem Trägerpapier bzw. auf dem Trägerplastik. So, das geht aber einigermaßen. Das habe ich schon schlimmer gehabt, dass das sich dann so gar nicht legen wollte mehr. So, hier haben wir einen kleinen Knick. Der ist aber schnell weg, wenn wir hier mit dem Falzband nochmal drüber gehen. So, doch. Scheint nicht allzu stark. Hier oben muss noch ein bisschen Fred Burlap hin, definitiv, damit das so ein bisschen gekrümpelter aussieht. Und hier unten ein bisschen. So, aber Goldspritzer müssen dahin, auch wenn das, also für meine Verhältnisse ist das schon eine wahnsinnig reduzierte Seite, finde ich. So, Goldspritzer müssen mindestens noch hin. So. Ich habe den Pinsel schon mal besorgt, aber mir fällt auf, mir ist das nicht lang genug hier, das Washi-Tape. Das bekommen wir aber auch noch unauffällig dahinter platziert.
weil ich das ja hochnehmen kann, dadurch, dass ich das nicht mit festgeklebt habe. So fällt das, glaube ich, gar nicht auf. So. Ja, das ist okay. Oder? Fällt doch nicht auf. Aber das fehlte. So. Und jetzt nochmal Goldspritzer. Ich glaube, ich muss da auch nichts abdecken, großartig. So. Hier unten auch noch. So. Wenn das mal nicht auf das Nötigste reduziert ist, dann weiß ich aber auch nicht. Wisst ihr, was mir noch auffällt? Ich hoffe, das ist jetzt hier getrocknet. Ich werde hier auf jeden Fall das Ganze noch ein bisschen dunkler machen. So ein bisschen mit Frayed Burlap drüber gehen, dass das insgesamt ein bisschen dunkler ist, weil das mir zu sehr heraussticht. Ich habe tatsächlich vergessen, hier ein Komma zu setzen. Und das ist total doof, weil das hier über dem I-Punkt ist. Vielleicht ist mir das deswegen nicht aufgefallen. Aber hier muss ein Komma hin. Ich mache das jetzt mal einfach so. Vorsichtig. Ja, sieht ein bisschen doof aus, aber das gehört da nun mal hin. So. Ja, ich hoffe, dass es nicht zu sehr jetzt hier noch schwarz abfärbt. Ich denke aber mal nicht. So ganz leicht, ne? Ihr seht das schon. Ich will das nicht fleckig machen. Ich will das wirklich so ein bisschen nur noch dieses Neue rausnehmen. Das wirkt mir einfach ein bisschen zu neu. Ihr seht, das schmiert noch ein bisschen, deswegen ich bin da ganz vorsichtig. So, nur so ein bisschen. Ja, dass es hier so reingeht. So. Das reicht mir schon, bevor es noch mehr verschmiert. Lassen wir es jetzt so. Ich hoffe, das Ganze hat euch Spaß gemacht. Ihr seid beim nächsten Video bestimmt wieder mit dabei. Und bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Passt gut auf euch auf. Tschüss, ihr Lieben.